Natürlich ist es trotzdem noch zufallsgeneriert und ich habe nie so wirklich einen Plan, wo ich hier lang muss. Einfach mal in die Richtung. Fällt dir zeitig ein, Tyrael. Hier gibt es irgendwo Brücken. Yay, wir sind einmal im Kreis gelaufen, habe ich so das Gefühl. Hier unten geht's weiter, na klasse. Der Geist des Engels ist frei. Möge er Frieden finden. Blute abschauen. Und ich habe gelernt, dass man geradeaus gehen sollte. Wenn man geradeaus gehen kann. Mist! Ich hätte abbiegen sollen. Ah ja, hier sind wir auf jeden Fall sehr richtig. Jawohl, die große Spanne. Hier kommt jetzt gleich dieser Isual. Genau. Und der hat eigentlich das Rezept für den Hirtenstab. Bla bla. Klatsch. Ja, und der stirbt manchmal nicht so schnell. Diesmal hat er nicht. Aber wir wollen das Rezept ja auch nicht haben. Wir wollen auch nicht den Buff haben, sondern wir wollen den Diablo töten. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch alles kommt. Wir kommen recht schnell voran, muss ich sagen. Hier war ich schon ewig nimmer. Aber ich hoffe natürlich wie immer, dass wir gleich von Anfang an den richtigen Weg durch Zufall eingeschlagen haben. Was sind das für Wesen? Die habe ich noch nie gesehen oder noch nie beachtet wahrscheinlich. Geh doch mal. Lass die doch in Ruhe. Ziemlich egal sein. Diablo tot ist, ist doch Ruhe. Mist. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch hier. Ja. Ich warte immer noch. Na los, komm, laufe. Wo bin ich hergekommen? Okay, dann gehen wir hier lang jetzt. Die hohen Himmel sind das eigentlich. Und Diablo hat hier ein wenig das Flair geändert, umdekoriert. Alles ein bisschen rot.
gehalten. Die Himmelszinne. Okay. Ich will ja jetzt nicht zu viel sagen. Das ist ja lustig. Wir sind gleich fertig. Ich hätte gedacht, der Viertakt geht viel länger, aber wir haben gerade mal, naja, 20 Minuten gebraucht. Jetzt hier noch kurz Diablo plätten. Das ist jetzt überraschend für mich. So, die erste Phase hier noch in der realen Welt sozusagen. Genau, jetzt zerrt er uns in sein Schattenreich. Das ist die zweite Phase. Ja, ja. Hat sich teleportiert. Er tut uns hier immer spiegeln. Wir müssen dann gegen uns selber eigentlich kämpfen. Ja, ich war schneller. Na komm. Oh, wirklich zwei Schuss. Oh, drei Schuss. Ja. Das war überraschend, dass das so schnell ging. Und hier sind unsere Begleiter nochmal. Das war wirklich sehr überraschend, dass das so schnell ging. Dann ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich gehe nochmal zurück in die Stadt. Wir haben es 22.11 Uhr. Und ja, ab dieser Stelle ist jetzt, mache ich mal ganz kurz einen Cut, damit ich weiß, ja, hier ist das Dings zu Ende. Und ja, für den Rest. Bis gleich. Ja, dass es so schnell ging, hatte ich nicht gedacht. So, ich bin jetzt hier mal an meiner Beutetruhe. Weil ich ja immer gesagt habe, wenn ihr was haben wollt, hier, sagt Bescheid, bekommt er, kein Problem. Und ja, ja, habt gesehen, hier schon, ich habe meine drei Reiter da ein bisschen durchgeklickert. Jede Menge Kram hat sich angesammelt von Schilden, Äxten, ist natürlich alles auf normalen Schwierigkeitsgrad. Hier ist noch so ein kleiner legendärer Stab für einen Mönch. Hat sich jede Menge auf jeden Fall angesammelt und sogar ein legendäres Zeug, genau. Wie gesagt, wenn ihr was haben wollt, nach der letzten Folge, also nach dieser Folge, die online ist, gebe ich euch noch 2 Wochen. Und in den 2 Wochen, wenn ihr euch in den 2 Wochen meldet, dann könnt ihr auf jeden Fall noch was haben davon. Ich klicke hier noch ein bisschen durch, damit ihr mal einen Überblick bekommt, was sein könnte. Wenn ihr was haben wollt, sagt Bescheid. Hier ist sogar noch was für Stufe 47. Könnt ihr haben. Könnt ihr alles haben. Habt das ja mehr oder weniger für euch gemacht, diesen Speedrun. Ich hoffe, die Leute, die Diablo so noch nicht kannten, haben einen kleinen Einblick ins Spiel bekommen. Ich habe ja möglichst versucht, storymäßig nicht so viel zu spoilern, so viel das natürlich geht. Wir haben das Spiel durchgespielt. Deshalb hat man ja doch an der einen oder anderen Stelle gesehen, was Sache ist. Eigentlich an vielen Stellen. Aber trotzdem macht es unheimlich Spaß, das Spiel so auch selber mal zu spielen. Oder ja, noch ein zweites oder drittes Mal durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade durchzurocken.
Das liegt auf jeden Fall aber auch daran, dass sofort diese Item-Spirale, diese Sucht nach besseren Items, nach höheren Levels, nach besseren Fähigkeiten und so, die greift sofort und man will dann doch das Beste vom Besten haben. Ich werde jetzt noch ein bisschen auf Inferno weiter daddeln, da das ja doch recht schnell ging. Und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, was wahrscheinlich Kenshi sein wird. Ihr habt die erste Folge ja schon gesehen. Bis dahin viel Spaß mit unseren anderen Videos. Danke fürs Zuschauen und tschüss!